be a President Donald Trump. That's not gonna happen. Raise your right hand. Vote for Donald Trump tomorrow. Maybe hate is what we need if we're gonna get something done. Nasty fucking nigger. Go home, get a job. Uh-oh. Donald Trump is the President of the United States. How the fuck did this happen? The American dream is dead. They are literally waking up to a nightmare of injustice, poverty, lost democracy. Our town is dying. I can show you where kids have it worse than the kids I saw in Iraq and Afghanistan. Okay, They believe in him, and that's more important than believing the truth. Okay, I'm president. Hey, I'm president. How come we don't have more people like you on our side? There are many of people out there. Where are they? If nobody's gonna do it, then I gotta do it. We want change! A group of protesters. Do you see any weapons? Michael Moore is here. We can just have the courage to stamp out. Other will follow. We appreciate that you are willing to let us rebuild the world that you fucked up. Try to impeach him. You will have a spasm of violence like you've never seen. So we're all part of this very historic movement, a movement the world has never seen before. I loved what he did. I enjoyed it. I hope he never does one on me. Wenn der erste Schnee fällt, wird es höchste Zeit, sich auf den Winter vorzubereiten. Jeder hat seine eigene Methode, sich Vorräte anzulegen. Im Angesicht eines Feindes kann man immer auf seine tierischen Freunde zählen. Aber was, wenn ein Freund aus Versehen auf eine weit entfernte Insel verschifft wird? Dann gibt es nur eine Lösung. Das Team zusammentrommeln. Eine ganz neue Welt. Neue Begegnungen. Neue Gefahren. Werden die Freunde rechtzeitig eintreffen? Die kleinen Helden sind zurück. Die Winzlinge. Abenteuer in der Karibik. 21. Februar im Kino. Entscheidender Elfmeter. Chape muss ihn halten. Der Trainer kann gar nicht hinschauen. Danilo! Danilo! Chape ist weiter! Der Außenseiter Chape Coense hat es ins Finale der südamerikanischen Meisterschaft 2016 geschafft. Das Team Chape Coense fliegt heute nach Kolumbien und hofft auf ein märchenhaftes Ende einer großartigen Saison. We begin with some breaking news, an airplane crash. An Bord war der brasilianische Fußballverein Chape Coense. 71 Personen sind ums Leben gekommen. Cortaram, gente, do dia pra noite. Aí eu vi que tinha sobreviventes. Tipo, eu voltei a respirar, sabe? É um luto por ter perdido muitos amigos.
mas seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus, né? Chapa hat sich entschieden, weiterzumachen. Zwei der Überlebenden haben verkündet, diese Saison wieder spielen zu wollen. Nós sofremos um acidente aéreo, mas o time tá aí, tá jogando bem, é isso que importa. Calma, se a gente começar a brigar entre nós aqui, vai ficar tudo muito mais difícil, pô. Das brasilianische Team Chapecoense fliegt nach Kolumbien, um das Finale anzutreten, das ihre Teamkollegen letztes Jahr erkämpft haben. Das ist mehr als nur ein Spiel. Das ist die Wiederauferstehung eines Vereins und einer ganzen Stadt. Willkommen in Berlin. Unter jedem Pflasterstein hier in der Stadt ist ein Schatz vergraben. Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. Wann habe ich eigentlich aufgehört zu suchen? Kommst du oder kommst du? Hinter der Stahlplatte, da liegt der Schatz der Brüder Sass. Alles okay? Da ist Strom drauf. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich... Ich würde alles einmal richtig machen. Was hast du zu verlieren? Öffne dein Herz. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Hier gibt es noch genügend Schätze und Geheimnisse, die auf uns warten. Weißt du, als ich so alt war wie du, bin ich auch mal umgezogen. Drei. Zwei. Eins. Chris, warte! Chris! Christopher! Mama? Du läufst nie wieder vor mir weg, verstanden? Irgendwas stimmt in letzter Zeit nicht. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, doch ich weiß, er ist irgendwie nicht er selbst. Sie wollte ihm nichts Böses, wissen Sie. Sie war absolut überzeugt. Wovon? Dass er ein Betrüger war. Ich weiß, es klingt verrückt, aber bei deinen Kindern wüsstest du es auch. Was ist denn los mit dir, Mami? Sag mir die Wahrheit! Eins. Ich hab dich lieb, Mami. Hast du das gehört, Mom? Du könntest hier sogar im Garten arbeiten.
Nancy, ich wollte dir nur sagen, dass ich für ein paar Tage wegfahren werde. Wollen Sie mir vielleicht Ihren Namen verraten? Edith Moore. Leute, die clever sind, die gehen mit jemandem hoch, der sich auskennt. Und wer kennt sich aus? Oh! Sie können sicher sein, dass das von Ihrem Honorar abgezogen wird. Wir fangen mal ganz ruhig und schön gemütlich an. Alles okay? Es gibt nicht viele Menschen, die so eine Aussicht haben. Was wir hier oben machen, das finde ich echt inspirierend. Man denkt nur einmal. Ja, als ob ich das nicht wüsste. Ach, den müssen Sie mitnehmen. Nicht, dass wir sich selbst vergessen. Ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Verdammte Scheiße, ich bin alt. Ich habe schon so oft im Leben Zeit vergeudet und Dinge nicht getan. Ich bringe Sie hoch auf den Gipfel. Sie schaffen das nicht. Hast du das gehört, Mom? Du könntest hier sogar im Garten arbeiten. Nancy, ich wollte dir nur sagen, dass ich für ein paar Tage wegfahren werde. Wollen Sie mir vielleicht Ihren Namen verraten? Edith Moore. Leute, die clever sind, die gehen mit jemandem hoch, der sich auskennt. Und wer kennt sich aus? Oh! Sie können sicher sein, dass das von Ihrem Honorar abgezogen wird. Wir fangen mal ganz ruhig und schön gemütlich an. Alles okay? Es gibt nicht viele Menschen, die so eine Aussicht haben. Was wir hier oben machen, das finde ich echt inspirierend. Das ist ja lecker. Man denkt nur einmal. Ja, als ob ich das nicht wüsste. Ach, den müssen Sie mitnehmen. Nicht, dass wir sich selbst vergessen. Ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Verdammte Scheiße, ich bin alt. Ich habe schon so oft im Leben Zeit vergeudet und Dinge nicht getan. Ich bringe Sie hoch auf den Gipfel. Sie schaffen das nicht. Tonight, I want you to relax and enjoy one of the greatest sounds in the world, Miss Aretha Franklin. You haven't heard anything yet. Aretha is just a stone's length. Hallo? Mein Vater ist gestorben. Zum zweiten Mal. Als ich ihr Mittelsmann wurde, war sie nur eine gewöhnliche Agentin. Da bist du ja. Es war meine Idee, sie in den Iran zu schicken. Du bist perfekt für diesen Auftrag. Sie war zielstrebig und wollte etwas Bedeutsames leisten. Ich vertraute ihr.
Farhad Razavi wurde ihre Zielperson. Schön, Sie kennenzulernen. Cheers. Die Menschen hier haben viele Geheimnisse. Du kannst mir helfen. Bitte zieh mich da nicht mit rein. Du wirst ihn herbringen, egal wie. Er ist wie ein Kind, das ich beweisen will. Er hat dich bereits benutzt, um verbotene Technik zu schmuggeln. Moment mal, hey! Ich steige aus, Thomas. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was vorgeht hinter deinem... Sie gefährdet die gesamte Operation. Du wolltest ihn schon immer in die Finger kriegen. Du warst ja mit deinen Fingern schon dran, das lief ja gut. Rachel! Das hier ist Krieg und im Krieg sterben unschuldige Menschen. Ich habe noch nie eine eigene Entscheidung getroffen. Lasst es mich noch mal versuchen. Selbst wenn ich in den nächsten 5 Minuten sterbe, war es richtig. Ich bin ganz allein. Nur ich und der Rest der Welt. Guten Morgen, Gewinnerin. Atme tief ein. Du stehst hoch oben auf dem Gipfel deines Erfolges und schaust auf alle hinab, die je an dir gezweifelt haben. Fick diese Loser. Fick sie und ihre hässlichen Hackfressen. Hey. Krasser Scheiß. Gehen wir jetzt zur Schule, oder? Nein. What's 2 plus 2? Heute ist der letzte Schultag. Willst du mich verarschen, Samantha? Geh hin und rede mit Ryan. Sie hat ein unglaublich süßes Lächeln. Amy, weißt du eigentlich, wie viele Mädchen sich nächstes Jahr in der Columbia auf deine Vagina stürzen? Jedes Mal, wenn ich dich besuche, nimmst du eine andere in Scherenstellung durch. Alter, eine Scherenstellung gibt es nicht. Mach's nicht madig, bevor du es probiert hast. Mach's nicht madig, bevor du es probiert hast. Letzter Schultag. Das war's mit der Highschool. Ich will die Zahlen zum Budget nochmal durchgehen. Feiert den Abschluss und dann ab aufs College. Das war's dann, oder? Wir bleiben hartnäckig. Ich kann euch nicht hören. Gehen wir, Molly. Die Tür ist völlig schaltet. Wir müssen heute Abend auf eine Party gehen. Was? Niemand weiß, wie witzig wir sind. Es war unsere Entscheidung, nicht feiern zu gehen, damit wir uns auf die Schule konzentrieren und auf ein gutes College kommen. Und es hat funktioniert. Aber die Verantwortungslosen, die feiern waren, kommen auch auf diese Colleges. Ich bin zwar absolut super im Runterholen, aber ich hatte auch einen fast perfekten Unitest. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben keine Regeln gebrochen. Nenn mir einen Menschen, dessen Leben so viel besser war, weil er ein paar Regeln gebrochen hat. Picasso. Das waren Kunstregeln. Amy Winehouse. Noch jemanden. Donald Trump. Ach, verdammte Scheiße. Picture this. I'm a bag of dicks. Put me to your lips. Desinfektionsgel. Check. Lippenpflege. Check. Das Pfefferspray. Pass auf, es ist sehr wichtig, dass du nicht... Oh! Amy! Der Sicherheitsverschluss fehlt. Fass dir nicht in die Augen. Verdammt nochmal, was soll das? Wir stellen die Fragen! Oh mein Gott! What more can I say? Scheint mir unverhältnismäßig. Ach, tatsächlich? Ich sitz vorn. Los, rein da. Ah, nur Spaß. Sag bloß nicht, dass wir zwei ein Date haben. Wieso ist lustig, dass deine Eltern denken, wir treiben es? Was ihr zwei ja, habt, ist das Besondere. Wir wollen uns so richtig zeigen, wie sehr wir einander mögen. Wir machen vermutlich nur eine koreanische Gesichtsmaske. Ich muss diese Worte nicht alle kennen. Hey, hey! Im Namen des französischen Volkes erklärt das Kriegsgericht der Militärregierung von Paris den hier genannten Dreyfus Alfred des Hochverrats für schuldig. Mit der Bestrafung von Dreyfus zeigen wir der Welt, wie es bei uns Verrätern ergeht. Ab jetzt arbeiten Sie für den militärischen Geheimdienst. Mon Colonel. Wenn wir herausfinden, dass Dreyfus nicht der Verräter ist, sollten wir im Interesse der Armee rasch handeln. Außer Gott, mon Colonel. Wir werden Ihre Befehle befolgen. Ich will auf keinen Fall eine weitere Dreyfus-Affäre. Es ist keine weitere Dreyfus-Affäre, mon General. Es ist dieselbe. Wo ist die Geheimakte über Dreyfus? Von jetzt an kümmere ich mich persönlich darum. Man fängt meine Post ab. Ich werde ständig beschattet. Kannst du es auch beweisen? Ich möchte keinen Skandal. Es ist bereits ein Skandal. Du solltest Paris für einige Zeit verlassen. Und du? Ich habe die Ehre, Ihnen Monsieur Emile Zola vorzustellen. Jemand muss die ganze Geschichte offenlegen. Als Offizier darf ich darüber nichts schreiben. Sie nicht. Aber ich schon. Die neue Aufgabe der Aurore! Ich klage General Mercier an, sich an der größten Ungerechtigkeit des Jahrhunderts mitschuldig gemacht zu haben. Ich klage General Bilot an, eindeutige Beweise für Dreyfus Unschuld unterdrückt zu haben.
Ich klage die Schreibsachverständigen an, betrügerische Gutachten erstellt zu haben. Verräter! Wenn es mit einer Gesellschaft so weit gekommen ist, Mörder! Wird sie am Ende zerfallen. Alles begann in den Sommerferien 1989. Meine beste Freundin Sophie fuhr in den Urlaub nach Ungarn. Sei schön brav, Sputnik, und mach, was Fritzi sagt. Ich blieb zu Hause in Leipzig und kümmerte mich um ihren kleinen Hund, Sputnik. Oh, ohne Sophie war der Sommer todlangweilig. Doch Sputnik und ich machten das Beste draus. Sophie ist morgen wieder da. Dann fing die Schule wieder an. Aber Sophie kam nicht zurück. Ich melde, die Klasse ist vollzählig. Bis auf Sophie Vollmer. Weiß irgendwer, wo sie ist? Was war passiert? Was glaubst du denn? Die Hippies haben rübergemacht. Sophie macht nur länger Ferien. Oh, hast du gewusst, dass Kathi in den Westen will? Nein. Und was ist mit Sputnik? Papa? In ein paar Jahren darf Sophie bestimmt wieder in die DDR einreisen. Erst in ein paar Jahren? Ich musste ihn doch zurückbringen. Zu Sophie. Über 3000 DDR-Bürger, die in Prag in der Botschaft der Bundesrepublik Zuflucht gesucht haben, dürfen mit dem heutigen Tag ausreisen. Plötzlich gingen die Menschen auf die Straße. Sputnik, komm her! Sie demonstrierten für Freiheit und offene Grenzen. Wir kommen nun schon seit vielen Jahren hier zusammen, in der Nikolaikirche. Wir sind das Volk! Und ich war mit Wir drin. Sind das Volk! Hast du auch nur eine Vorstellung davon, wie gefährlich das ist? Nicht nur für dich, für uns alle! Erklärst du mir mal, worum es hier eigentlich geht, Fritzi? Ich will Sputnik zu Sophie bringen. Über die Grenze? Da wohnt Sophies Oma. Mein großes Abenteuer begann. Fritzi, eine Wendewundergeschichte. Ab dem 9. Oktober im Kino. So, läuft. Kamera. Läuft. Und Klappe. Kälter als der Tod, 72 die erste. Musstest du so fest zuschlagen? Das ist Film, kein Theater. Mach die Kamera darüber. Rainer, das wäre dann aber ein Axtsprung. Hast du mal einen Film von Godard gesehen? Der scheißt auf Regeln, er macht, was er will. Und was willst du machen? Filme. Filme über dieses Land. Ich habe schon 3 Filme geschrieben und ich habe 4 Filme im Kopf. Überall, wo du hingehst, sind Stoffe, die davon handeln, wie die Menschen träumen und wie ihre Träume kaputt gehen. Warum schaut denn der Depp in die Kamera? Was machst du, Mann? Wir drehen hier im Film. Habt ihr denn immer noch nicht kapiert, was das heißt? Ich zahle den Film aus eigener Tasche. Geld bekommt niemand. Kamera, Licht, Ausstattung, Drehbuch, Regie mache ich selber. Jeder will doch was. Hauptrolle, das war schon schön. In meinem Leben oder im Film? Du? Ich stell dir jetzt die Liebe meines Lebens vor. Immer auf die 12. Was? Bin ich bei dir, du keine Angst. Welcher Tag? Welcher Film? Kein Film. Alles ist Film. Alles. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ach, Rainer, du hast doch schon so viele gute Filme gedreht. Aber kein Meister, der. Ich will, dass mein Name dasteht, wo die großen Namen stehen. Orson Welles, Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder. Meine liebste Sarah, es tut mir leid, dass wir so lange nicht gesprochen haben. Sarah, hier ist Isabella. Ich stehe vor unserer Bäckerei und warte auf dich. Vielleicht treffen wir uns bald und unterhalten uns über deine wunderbare Bäckerei. In Liebe, Mom. Mimi Coraci? Ja? Möchtest du für den Rest deines Lebens hier festhängen? Wovon redest du denn? Wir eröffnen die Bäckerei. Die Kosten für Einrichtung, Versicherung, Material. Ich kann das Geld besorgen. Bitte, jetzt sag mir, wo wir hingehen. Isabella? Mom hätte gewollt, dass wir die Bäckerei eröffnen. Also werden wir das auch tun. Oh, wonach riecht es hier? Katzenpisse. Croissants. Frisch aus dem Ofen.
Ich komme wegen des Jobs. Ich war ein Freund deiner Mom. Das, was du machst, passt nicht zu uns. Das ist ein Rosenmakaron. Der Teig ist zu wenig verrührt. Wie bitte? Nicht viel, aber ein bisschen mehr rühren wäre gut. Du bist eine tolle Bäckerin. Deine Leidenschaft, die brauchen wir. Es geht los. Wow, Massen. Die kommen. Willkommen bei Love, Sarah. Es gibt hier noch vier andere Bäckereien. Was macht eure so besonders? Sarah reiste gern, nicht wahr? Wir machen aus unserer Bäckerei eine Heimat fernab der Heimat. Das wird die Leute umhauen. Mmh, köstlich. Auf Sarah. Sag, dass du dich ausruhen willst. Ich will mich nicht ausruhen. Ich soll nicht proben können. Sven. Aber ich steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Kannst du spielen? Frag den Regisseur. Ich bin bereit. Er kennt 15 Minuten durch. Du musst dich ausruhen, ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's gut ist, nehme ich's. Ich hab im Moment nichts. Ich weiß nicht, sollen wir ihn suchen? Ja. Nicht so doll. Was hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Nerv mich nicht, ich schreib eh nicht mehr. Nun los, schneller! Gas geben! Wow. 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann wird es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost. Du bist so schwach. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid. Geht nicht anders. Mensch, es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird, das ist ein lebendiger Schauspieler. Weil wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sag nicht, dass es dir leid tut. Ihr sagt alle, dass es euch leid tut. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ich war meine Schwester. In 2 Minuten nach mir zu weit gekommen ist. Ja, du hast recht. 2 Minuten machen viel aus. Ich muss auf dich aufpassen. Tu vivrai con me. Zum Geburtstag. Ja! Ja! Ich wollte euch etwas sagen, das sehr wichtig für mich ist. Ich wollte euch sagen, dass ich euch lieb hab. Zum Wohl, Mama. Guten Abend, Madame Dorn. Guten Abend. Du hast deinem Kindern nichts gesagt, nicht wahr? Du warst feige? Stimmt doch. Madame Girard, Ihre Nachbarin besucht Sie. Madeleine? Schon komisch, dass Sie diesen Ort gewählt haben, um in Rente zu gehen. Das ist das Kolosseum. Das ist witzig. Die sieht aus wie Madame Dorn. Du verstehst das nicht. Sie darf nicht wieder in diese Wohnung zurück.